Oh, jetzt heizt er ein hier. Jetzt die Stange folgt. Ja, Glühstab. Glühstabil. Glühstabil. Hol ich mir. Turn the radio on. Oder wie ging's? Mein Ohr ganz nah am Weltempfänger. Radio. Mein Radio. Deutschland, Deutschland, über allen. Deutschland. Willst du nicht mal ins Bett? Liebe ist Fluch und Segen. Achso. Willst du zu mir oder wollen wir unten gehen? Liebe kann ich dir nicht geben. Ach stimmt, ja, gut, oder? Da haben wir schon einmal gepennt. Okay, unter freiem Himmel willst du es heute haben? Ich am Strand. Bei den Meereswellen. Aber das ist dann immer so, dass solche, das juckt in meiner Ritze. Ja, dann hörst du nicht so laut, wenn ich komme. Das hört sich ja eigentlich gleich an. Das ist auch so ein Meeresrauschen bei mir. Ich dachte schon eher, das ist wie bei den Damen hier und die Wasser immer so. Achso. Hat er was gehört? Hat sich der Ton verändert irgendwie? Okay, schade. Ich fahr jetzt einmal L4 zu die Dinger hier. Bist du fährst ein L4? Na, sicherlich. A4, das ist die Abkürzung für aktuell 4 Zuschauer. Ja, deswegen fahren wir auch ein Q7. Qualitativ 7 Zuschauer. 7 Qualität. Ne? Ha. Hallo. Ha. Ich komme da nicht hoch. Der Wagen fährt. Im Wagen vor mir fährt ein junges Mädchen. Fährt ein junges Mädel. Ging's weiter? Sie fährt ganz gut und scheint auch hübsch zu sein. Keine Ahnung, ich habe auf jeden Fall heute das Video gesehen von hier, Schuh des Manitou, von dem Dude, von der Dudine. Alter, Abahachi? Nee. Wie hieß denn die? Der Gay. Abahachi. Indianer. Abahachi war das Ding. Ja, Winnetouch. 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 So, Mini-Winnetouch. Willst du mal mein Mini-Winnetouch? Nee. La 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 la. Ist das jetzt die Gesangsfolge? Lieder meiner Kindheit. Gummibären. Das die. Jetzt singt jeder mal ein Lied aus seiner Kindheit. Zuerst du. Ah ja, Mann. Das wollte ich erst so das Beste überlegen. Mal schauen. Ich hab schon eins. Ja, du willst Gummibären singen. Nimm mal eins. Wie kommst du drauf? Ich habe auch noch ein anderes Lied. Ja, ich habe ja viel. Warte. Die große Kappe Pizza ist die Pizza für dich und mich. Die große Kappe Pizza ist die Pizza, sie ist her. Nein, verdammt. Jetzt wollte ich irgendwie zwei verschiedene Sachen mischen.
Herzhaft. Süß. Ach, keine Ahnung. Nee. Pita, die Pita, der du Pita. Alter, das baut schon mal. Das hat sogar mein Vater gerne angeschaut. Echt? Der muss hier der immer übelst den Aster blabben. Da gab es so eine Folge, da haben sie sich, da hat es das erste Mal geschneit und da haben sie halt sich mit Schneebälle beworfen. Und da gab es so eine Stelle, da hat irgendwie, ich glaube, der Patrick, die alle in die Fresse bekommen. Und keine Ahnung, das fand mein Vater auf jeden Fall immer übelst witzig. Wir hatten früher so eine Zeit, da hatten wir hier eine Baustelle im Haus. Und ja, weil meine Eltern da dann kein Bett hatten, also kein Zimmer zusammen, hat dann mein Vater in der Zeit bei mir mitgeschlafen. Und da haben wir zu Abend dann immer übrigens Spotify auf mein Handy angeguckt. Das habe ich da so abgefilmt mit dem alten Sony Ericsson W580. Beste so. Kamera ever. Da hatte ich so ein altes Holzregal über dem Bett und da habe ich dann so Winkel reingeschraubt, damit ich da mein Handy einhängen konnte. Aber das war die Paintball-Gruppe, schau. Habe ich auch bekommen. Du sagst doch wohl nicht, dass wir Paintball spielen gehen. Wir sind Gamer, wir hocken nur zu Hause in unserem. Ja, Paintball am PC natürlich. Mit echten Kugeln und echter Paint. Roter Paint, ne? Oh, ich dachte, das schon da, hey, du hockst schon wieder so irgend zu Tüsse. Sascha, ich habe einen EQ-Bierkrug und trinke Mengshofer. Es war auch Kulmbach, aber beides Kulmbach. Aber das eine ist halt EQ. Und das. Erstmal Schleichwerbung für Kulmbacher allgemein. Er ist guter Weizen. Auch wenn es kein Weizen ist. Er ist gutes Bier. Wir wollen doch hier nicht die Jugend zum Trinken verleiten. Machen sie eh schon. Dann sage ich. Kann man keiner weiß machen, dass hier auf YouTube läuft. Sag ich so wie es ist. Ja, was? Dann mache ich mal Werbung für Bosch, ne? Weißt ja? Der Bosch Bier. Erstmal Bosch Werkzeug und dann Bosch Bier. Ja. Bosch Rexroth. Auch wenn das Bier halt in kleinen Flaschen abgefüllt wird und das ein bisschen traurig ist, aber. Naja, wenn du in Kästen selbst bist, da auf. Ich hoffe, dass du überhaupt was merkst. Was hast du? Okay, das führst du mir mal vor. Hier. Wo? Hier links. Wo denn? Das hier. Die Lampe? Genau davor. Oh, warte, ich muss mal bei dir. Ah, okay. Ne, das ist bei mir nicht. Ey, da liegt ein Fuß unten drin. Gerade kann ich mich da reinstellen. Ja. Hier? So ungefähr. Ich gehöre dazu. Warte, ich muss kurz warten, bis der Stream fertig ist. Oh Mann. Das ich meint. So. Okay, das finde ich ein bisschen doof bei Forest. An sich ein übelst geiles Spiel, aber. Jo. Dass wenn du halt. Ja, die sind. Ja, dass die Leute da was hinstellen und das steht bei dir entweder woanders oder ist gar nicht da. Oh, mein Knick. Machen wir da jetzt so ein wenig so eine Führung für die Auffahrt am hier oder nicht? Das sagt du bist Chef. Architekt. Aber da. Ich bin nur der, der was hier eine
Ich spiele Forstwirtschaft. Ich bin der Präsident. Ich bin der Präsident. Hallo. Hallo. Hallo, Alter. Kennst du noch die Tex Avery Show? Alter. Kaka Klobapier. Kennst du noch die Tex Avery Show? Ja. Warum? Alter. Ich überlege gerade wegen der Musik, was war das nochmal? Ging denn das Lied vor deiner Nummer? Ja. Lange. Das war da ganz cool. Ach, schade, fällt mir jetzt nicht ein. Kann das mal jemand schreiben, wie die Melodie ging? So, die werden so, na, 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 na. Im Magen vor mir fährt ein Mädchen. Ich frag mich gerade, wo sie von will. Was will der komische Typ hinter mir nur? Ey, der Text war nicht verdächtig. Weiß ich von nicht solche Fernsehserien wie Tex Avery Show oder Tom und Jerry. Oh, Tom und Jerry war gut. Kennst du Oggi und die Kakerlaken? Oggi und die Kakerlaken? Oggi, ja, das habe ich auch gern mal geschaut. Ja. Oder Cat Dog. Dann schon, ich habe mir das mal gerne angeschaut, aber mir war es oft mal ein bisschen zu... Ja. Zu idiotisch. Oder da gab es ja noch diese Biberbrüder. Das war einfach... Ja. Das war einfach weg. Ich kann mich fast nicht dran erinnern, das finde ich voll schade. Die hat dann bei irgendwo so einen Damm, ne? Und der war dann irgendwie von innen voll riesig. Und das war so blonder und so brauner. Oh, gibt's was? Was gab's noch? Mit was ich nie richtig zu Fach kam, oder was ich immer sehr komisch fand, war hier Roccos modernes Leben. Ja, das sagt mir auch irgendwas. Da. Ja, wahrscheinlich, Alter. Die springt zu dritt auf mich drauf, während ich... Ah, du bist in die Falle gegangen. Alter, ja, alles klar. Keine Rüstung mehr. Sind die irgendwie krasser geworden? Mist, mir fällt gerade kein Wortwitz mit krass ein. Obwohl dort. Ja. Okay, ich. Hat echt ein Problem. Alter! Die haben mir was mit Regenschirmen aufgespannt. Ich bin voll im Arsch. Mach, lass uns ja zum Glück in Ruhe. Ah, nein. Verschwindet. Ich konzentriere mich gerade voll. Oh, Alter, der Headshot war krass. Kann ich jetzt platt machen? Nö.
Okay, also die Rüstung sammle ich mir jetzt. Das war jetzt echt asozial, weißt du? Ich kann gerade gar nichts machen, weil der halt schön hier beide Hände am Steuer, ne? Hier, wie man es halt macht. Ja, beide Hände am Steuer. Ach, kannst du mal zu spielen? Man darf noch gar nichts. Ich muss kurz mein Ding da reinstecken. Wo willst du dein Ding schon wieder reinstecken? Sicherlich. Ey, das Titan spielt der Forest. Trotzig was, ne? Heftig. Ja genau, der Blonde war dieser Styler von den Biberblüten. Der hat so krasse Haare immer gehabt. Voll der coole Dude. Und der Braune war der Behinderte, ne? Ja, das war glaube ich der Schlaue. Jetzt kommt der Schwede schon. Ne, der Blonde war der Schlaue. Ach, nee, der war einfach, der wollte immer hübsch sein. Aber der andere war nicht schlau, der Braune. Das weiß ich nicht. Ja. Also. Headshot. Oh, Alter, ich habe einen Pfeil genau zu in die Titten geschossen. Du sollst doch immer deinen Stock da reinstecken. Na komm. Zwei ganz fiese. Chip, und nee. Chip. Böse Diebe, zwei ganz Diebe. Oder? Chip und Chip. Chip und Chip. Den Besen geht es schlecht. Den Besen geht es fallen. Das Böse hat keine Zeit, sich auszuruhen. Hascht du nochmal Medizin? Jetzt ist alles gemäht. Nee, eigentlich nicht. Na gut, wenn ich hier nochmal ins Wasser anbrauche. So, bauen wir mal den Schärfer da auf. Steht aber den. Ja. Ach genau, ich brauche meinen Wagen. Also ich sag immer noch, der Aufzug war eine gute Idee. Kann man nehmen, wie man will. Maul.
nehme dich auch gleich, wie ich will. Das ist aber jetzt, ne? Ein LKW noch, ein Anhänger noch, ein Dings da, ein Wagen noch. Und dann fehlt genau noch ein Baumstamm. Das ist ein richtiges Problem. Das ist echt nervig. Ich glaube, da muss ich mal von dir ein Baumstämmle holen. Du hast ja so dicke Dinger. Meiner ist halt mächtig. Du hast mehrere. Das schaut aus wie bei LP Performance. Die hängt dann auch so kreuzig wie und. Braucht man mal, um die alle glücklich zu machen. Hexapussi, ja. Hexapussi braucht das. Einen Schluck auf. Die haben einfach nichts Besseres zu tun, wie die ganze Zeit auf den Sack zu gehen. Echt, ey. Nee, die brauchen das, glaube ich. Kein Tag Ruhe. Umfallen sehen. Oder? Niemand. Wie kann das nur? Ich glaube, es waren die Ureinwohner. Ich komme gerade schon wieder zu mir. Und mich überrumpeln. Überrumpelstädtchen. Magst du mir einen Baumstamm in den Aufzug legen? Das wäre vorzüglich. Oder auszüglich. Oh, Mondfinsternis. Oder ist der Mond einfach so dunkel? Der ist so dunkel. Man weiß es halt leider nicht. Ah, also yep. Stark pigmentiert. Die wollten jetzt rassistischer. Wollten auch mal einen schwarzen Mond die Chance geben. Ich frage mich, wie man auf die Idee kommt, so Leute zu versklaven. Das war auch in der Zeit früher. Die gedacht, das sind echt so andere Menschen einfach, nee, oder die haben gar keine gedacht, richtigen Menschen. Jo, ich bin faul und die sollen das machen für mich. Yep. Ich habe Waffen, die können mich am Auflecken. Ich mache meine Finger nicht schmutzig, die sind eh schon schmutzig. Der Blut? Der anderen? Da fällt sie nicht auf. So in der Art wahrscheinlich. Ich finde jetzt schön. Müsst ja auch nicht, ist ja auch nicht toll.
Juhu! Wir haben einen Deckel drauf. Alter, hat das Licht für immer so krasse Schatten? Kann wirklich sein. Sieht mir das bei mir auch hier auf, wirklich? Ne, mir kommt das vielleicht voll neu vor. So, kommst du noch mal her? Ach, nein, ich glaube, wir können noch nicht. Aber ich würde mich mal verabschieden für diese Runde. Ja. Warte, ich sperre zum. Ja, ich habe schon gespeichert. Hast schon gespeichert. Dann würde ich mich für diese Runde verabschieden und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Forest. Servus, ja.